Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video. Ich hoffe, ihr seid alle genauso gut gelaunt wie ich. Nee, Spaß, ich wusste einfach nicht, wie ich diesen Tag beginnen soll, beziehungsweise dieses Video. Ja, ihr habt gestern alle miterlebt, wir sind rapide gestern abgestürzt von ungefähr, wo waren wir denn? Na, sehen wir es. 52.900 am Höchststand, sind dann gefallen auf bis zu 42.600, je nach Exchange. Ich glaube, Bago hat es gesagt, irgendwo auf Huobi oder so, waren wir kurzzeitig mal bei unter 40.000. Also da sieht man auch daran wieder, dass eine richtige Exchange bzw. eine richtige Börse echt wichtig ist zum Traden, weil da kann es dann wirklich echt mal schief gehen. Wenn ihr da noch einen Trade offen habt, herzlichen Glückwunsch. So, auf jeden Fall, was war jetzt der Grund für diesen rapiden Abverkauf? Wir haben es jetzt in den letzten Videos immer mal wieder besprochen. Wir hatten hier oben unser Golden Pocket, das haben wir durchbrochen, was erstmal relativ bullish war, aber ich habe euch in den letzten Videos immer wieder gesagt, wir haben hier noch diesen R1 Monthly Pivot Point und der hat uns dann im Endeffekt das Genick gebrochen. Wir sind hier zwar kurzzeitig drüber, aber wir hatten, wie ihr seht, keinen richtigen Kerzenschluss. Wir hatten überhaupt kein Volumen, hier unten sehen wir es. Volumen ist abgefallen, wir haben oben ein bisschen konsolidiert, wurden dann sofort abgekauft. Haben hier noch ein bisschen konsolidiert im Bereich der 50.000 US-Dollar. Das war so die letzte Möglichkeit nochmal für die Bullen, dass wir hier nochmal über diesen R1 rüberkommen. Wir hatten auch hier starken Support. Das lag einerseits daran, dass wir hier noch das Golden Pocket hatten. Also wir hatten das Golden Pocket sogar noch bestätigt. Dann hätten die Bullen eigentlich die Chance ergreifen müssen, hier uns rüber zu bringen. Dann noch eine Bestätigung und dann Only Up. Aber wie ihr sehen könnt, wir sind einfach rapide abgestürzt und bis zu 10.000 US-Dollar sind wir runtergefallen. Wir hatten dann hier einen Haufen Supportzonen. Ich habe es euch in der Gruppe noch ganz schnell gepostet, dass wir da eine Supportzone hatten etc. Haben wir alle durchbrochen. Das lag einerseits daran, die Leute hatten einfach zu hohen Hebel drin. Die ganzen tiefen Kerzen, was ihr hier unten seht, oder diese ganze 1-Stunden-Kerze, waren alles zu hohe Hebel. Sobald das mal in den Gang kommt, dass einer nach dem anderen rausgehebelt würde, ich glaube, manche hatten 60 Millionen, wurden liquidiert von einem, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das waren einfach alles zu hohe Hebel. Dann ist natürlich ein Mechanismus in Gang gesetzt worden, dass wir hier einfach rapide runterfallen. So, jetzt mal, ja, die weiteren Gründe waren auf jeden Fall noch, wir hatten einen Haufen Bearish Divergence auf dem Daily, auf den 4 Stunden etc. Das hat sich halt hier alles über die letzten Tage immer weiter angestaut und irgendwann hat es halt jetzt mal gekracht. So, ich wurde aus meinen Longs ausgestoppt. Ich glaube, die meisten in der Gruppe, in der Telegram-Gruppe wurden auch ausgestoppt. Ich stehe dazu, ich habe aber vorher immer wieder gesagt, nehmt Profite, macht einen Stop-Loss auf jeden Fall irgendwann auf Einstieg, damit ihr nicht hier liquidiert werdet aufgrund keinen Stop-Loss oder sowas. Auf jeden Fall, so. Momentan haben wir uns jetzt relativ wieder gefangen bei 46.000 US-Dollar circa, könnten hier ein mögliches Symmetrical Triangle bilden, wurden aber jetzt hier, wir hatten jetzt gerade ein Fake-Out nach oben in diese 2-Stunden Supply-Zone. Das ist eigentlich momentan unser letzter richtiger Widerstand. Also wir haben über uns einen riesen Void jetzt. Das geht jetzt ungefähr hier bis 50.600. Wenn wir da jetzt durchkommen und die Bullen geben mal wieder Gas, kann es da ganz schnell nach oben gehen. Aber dann ist auf jeden Fall Vorsicht geboten, ob wir da nicht gleich wieder abverkauft werden. Momentan, wie gesagt, wir halten uns hier relativ stabil im Bereich der 46.300 US-Dollar. Sind jetzt natürlich wieder im Triangle. Jetzt kommt es natürlich drauf an. Wenn wir jetzt abverkauft, fallen wir nach unten raus. Ich kann euch jetzt mal die Preisziele jeweils sagen. Und zwar vom das bearische Szenario wäre jetzt, wenn wir jetzt hier unten zum Beispiel ausbrechen sollten, würden wir hier genau unten in die 40.000 US-Dollar kommen. Sage ich gleich noch was dazu. Wenn wir jetzt natürlich nach oben ausbrechen sollten, Voraussetzung, wir gehen hier durch diese 2-Stunden Supply-Zone, würden wir ungefähr bei 51.600 Euro Dollar wieder landen und würden so genau wieder im Golden Pocket liegen. So, dann gehe ich jetzt mal in die 4-Stunden-Kerzen, damit wir mal ein bisschen größeres Bild hier haben. Und zwar die nächsten Support-Zonen. Wir sind momentan, sind wir hier supported worden im Bereich 42.300. Das ist eine riesige 6-Stunden Supply-Zone. Die muss halten. Wenn die nicht hält, haben wir hier noch ein kleines Void, genau in diesem Bereich hier. Da ist nichts dazwischen. Wenn wir da drunter fallen, fallen wir auf jeden Fall tiefer. Dann auf jeden Fall in den Bereich der 40.000 US-Dollar. Wäre auch das Preisziel von dem Symmetrical Triangle momentan. Chance ist 50-50, dass es nach oben oder unten ausbricht. Dann, was wir in den letzten Videos auch mal angesprochen haben, waren, beziehungsweise, oder habe ich es in die Gruppe gepostet, kann auch sein, dass ich es in die Gruppe gepostet habe, haben wir hier den Monthly S1 Support. Hier bei diesen 39.500 US-Dollar. Einerseits interessant, weil hier auch ein Golden Pocket liegt. Müsste jetzt von der Aufwärtsbewegung hier komplett sein, hier das Golden Pocket. Wir haben hier einige Supportzonen zwischen 38.000 und 40.000 US-Dollar.
Hier sollten wir spätestens einen Bounce sehen. Wenn wir da jetzt wirklich drunter fallen, muss alles nochmal umgeschrieben werden und es kann sein, dass wir da wirklich in den Bärenmarkt eintreten. Also hier unten ist wirklich Endzone, sage ich mal. Hier unten muss ein Bounce kommen nach oben. Mir egal wie hoch, auf jeden Fall muss da ein Bounce kommen und die Zone muss halten. Sonst hätten wir auf jeden Fall ein größeres Problem. Deswegen, ich bin momentan in keiner Long-Position. Ich habe jetzt gerade eine kleine Short-Position eröffnet. Bei ungefähr 46.500 müssten es sein. Müsste jetzt lügen, 56.500 irgendwie so um den Dreh. Mit einem Stop-Loss über die 2 Stunden Supply. Sollten wir es drüber schaffen, ist es bullish erstmal, dass wir wieder nach oben in Richtung 50.000 gehen und dann müssen wir wieder weiterschauen. Momentan wirklich alles kritisch, generell in irgendwelche Positionen zu gehen. Deswegen bin ich jetzt in einer kleinen Short-Position. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt, beziehungsweise sich die nächsten Stunden weiterentwickeln. So, dann Ethereum. Ethereum sieht kein bisschen besser aus. Wir haben jede Supportzone, wobei wir hier echt wenig Supportzonen hatten. Wir sehen hier immer diese steilen Anstiege, immer diese ganz schnellen, bilden dadurch automatisch ein Void, was wiederum nicht gefüllt werden kann so schnell, beziehungsweise wo kein Support liegt. Deswegen sehen wir hier schneller Abverkauf, hier wieder schneller Abverkauf und dann bis hier runter. Voids sind schön und gut, wenn man es dann nach oben hat, sage ich immer, weil wir haben keinen Widerstand, auch bei Bitcoin jetzt, wir haben keinen Widerstand jetzt erstmal bis nach oben, bis zu diesem R1. Im Endeffekt wäre alles perfekt jetzt, um einen Break, sage ich mal, nach oben zu kriegen, aber wie gesagt, momentan wäre ich einfach vorsichtig damit. Ethereum das gleiche, wir sind hier unten in der 4-Stunden-Demand-Zone bei ungefähr 2.960 US-Dollar gebounced. Müssen wir auch abwarten. Auch hier könnte sich natürlich jetzt ein Symmetrical Triangle bilden. Habe es zwar jetzt noch nicht eingezeichnet, aber ich kann es jetzt mal ganz kurz einzeichnen. Ist zwar jetzt nicht das Schönste, aber es geht schon. So, dann ziehen wir das noch ein bisschen weiter raus. Nehmen die Wicks noch mit. Das sehen wir hier im Gegensatz zu Bitcoin. Wir sind noch nicht mal richtig hier oben angedotzt. Wir sind noch nicht unten richtig angedotzt. Also momentan wirklich Ethereum, BTC 1 zu 1 gleich. Würde ich auf jeden Fall jetzt erstmal abwarten, bis sich ein richtiges Zeichen gibt. Unsere Support-Zonen sind auf jeden Fall weiterhin hier die 2.900. Im schlimmsten Fall sollte Bitcoin jetzt Richtung 39.000 gehen, sehe ich hier unten den Bereich als sehr wichtig an. Diese 2.300, 2.400, 2.500 US-Dollar hier. Ich denke, wenn Bitcoin wirklich runterfällt auf 39.000, dann wird das hier alles auch wieder nichts nützen. Dann sehen wir hier unten erstmal 2.300, 2.400. Das ist auf jeden Fall für mich jetzt persönlich ein guter Einstiegspunkt und Nachkaufpunkt, sollten wir nochmal runterfallen. Ich habe gestern nochmal ordentlich nachgekauft. Ich glaube, das hat jeder gemacht, so wie ich es in der Gruppe mitbekommen habe. Aber auf jeden Fall, merkt euch diese Zone hier unten mal, ist extrem wichtig. Wir hatten auch hier immer viel Support und Resistance hier in dem Bereich. Ich kann es mal rüberziehen, da sieht man es. Immer wieder hier rejected worden, dann war Support hier. Sollten wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, sollte Bitcoin jetzt weiter nochmal einen Abgang nach unten machen. So. Genug gelabert heute, heute ist ein bisschen länger geworden. Wenn euch das ganze Trading interessiert, sage ich mal, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Auch für die Neuen, die das Trading lernen wollen, sind schon viele dazugekommen, die es einfach lernen wollen. Ihr werdet mit offenen Armen in der Gruppe empfangen. Wir haben schon einen Haufen Lernmaterial gesammelt. Ihr könnt jederzeit Fragen stellen, wenn ihr Bock habt. Und heute mal was anderes. Ich darf ja auch mal Werbung machen. Auf jeden Fall, wenn ihr dann, sage ich mal, es gelernt habt oder es lernen wollt, in meiner Videobeschreibung findet ihr die ganzen Links zu Bybit, Famex etc. Wie ihr wollt, könnt ihr euch gerne anmelden dann und mich unterstützen. Das war's dann jetzt erstmal wieder für Werbung für die nächsten 20 Videos. So, genau, auf jeden Fall kommt gerne in die Telegram-Gruppe, kommt in den Discord-Channel, wenn euch das ganze Trading-Thema interessiert, ihr lernen wollt etc., Fragen stellen wollt, ihr werdet auf jeden Fall mit offenen Armen empfangen. So, dann noch eine kleine Sache bei CryptoGuru. Droht Coinbase eine SEC-Klage wegen Krypto-Lending? Hat der Jonas einen coolen Artikel drüber geschrieben. Wenn ihr Bock habt, Link ist in der Videobeschreibung, gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt erstmal für heute wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen, Abo da lassen, macht Welle in den Kommentaren. Vielleicht hilft es, den Bitcoin-Kurs wieder zu pushen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Nachmittag. Das war es jetzt von mir heute wieder und stay crypto.